Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 3. Ja, wir haben jetzt Bakarish auch einmal befreit gehabt. Das große Eroberungszug gerade in der Wüste für mich. Also auch in dem Sinn für euch. So, ich gehe aber mal schlafen bis zum nächsten Morgen. Und dann machen wir uns auf den Weg nach Morasul. Und dann von Morasul aus Richtung Ishtar und befreien Ishtar auch noch einmal. Dann hätten wir hier, glaube ich, die Wüste komplett abgeschlossen, würde ich mal behaupten. So. Ah ja, genau, die greifen wir auch nochmal an. Die Sandlurker. Und dann verlassen wir. Wir haben keine Dietriche mehr eigentlich. Ich finde es nur halt schade, dass ich hier gar nichts mehr machen kann. Also was die Assassinen angeht, also nicht mal mehr mit denen irgendwie verhandeln, dass die sofort alle böse sind auf mich. Aber naja, egal. Ich frage mich auch, wie das mit den Orks dann jetzt ist. Sind die dann auch alle sofort angepisst auf mich? Und können wir eigentlich dann Vengard befreien und dort auch ein paar Quests machen? Ich müsste auch mal nach Vengard gehen. Irgendwie... Ich muss aber auch sagen, ich fand immer noch am lustigsten so, als wir hier Treles befreit haben. Dass wir einfach wirklich einen nach dem anderen rausgelockt hatten und dann vor den Toren da einfach mal abgemurkst. Warte mal, war das nicht das Lager von denen, die hier Bakarish befreit haben wollten? Kann ich denen einmal Bescheid sagen? Gibt es dann auch nochmal Erfahrungspunkte? So, die Felsnessel nehmen wir mit. So, Ateras. War es nicht? War Nomade, Nomade. Der war eben Retsch. Nomade. Das hat uns gerade noch gefehlt. Warte mal, Knut müsste das doch gewesen sein hier, oder? Knut. Wir haben es geschafft. Nimm dir, was immer du tragen kannst. Du hast es dir verdient. Jetzt ist die Zeit des Feierns. Also bist du dabei? Also bist du dabei. Naja, ich kann das nicht allein entscheiden. Und ohne meinen verdammten Partner Reg werde ich nicht losziehen. Und abgesehen davon, ich weiß nicht, wie Ateras drauf ist. Ich meine, die Nomaden haben uns bei der Oase geholfen, aber wer weiß schon, was in ihren Köpfen vorgeht. Also sorge dafür, dass Reg und diese Ateras mitziehen, dann bin ich bereit, meinen Hals zu riskieren. Ich kümmere mich darum. Quest Nomaden und Räuber. Ateras? Knut schickt mich, wir planen einen Überfall auf Bakarish. Knut schickt mich, wir planen einen Überfall auf Bakarish. Wir sind noch nicht bereit für einen Angriff. Warum nicht? Seneca ist noch nicht hier. Er wollte die Stadt beobachten. Was ist mit dir? Was soll mit mir sein? Wenn du dich noch vorbereiten willst, kann ich dir helfen. Finde ihn. Wir werden seine Hilfe brauchen. Wenn er bereit ist, werden wir es auch sein. Finde Seneca. Finde Seneca, okay. Und... Retsch? Wo ist Retsch hin? Wo ist Retsch hin? Hä, wo ist Retsch hin? Sensor, wo ist Retsch? Knut, wo hast du Retsch versteckt? Hä? Wo ist... Nee, jetzt, wo ist er hin?
gibt doch nur wieder Ärger. So, das will ich mitnehmen. Ist das dein Ernst? Das hätte ich dir vorher sagen können. Würdest du mich im Kampf unterrichten? So, einen Moment, ich bin sofort wieder da. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Retsch hatten wir gesucht gehabt, wo der irgendwie nicht mehr hier ist. So, oder? Ist er jetzt hier? Ateras? Nomade? Wo ist denn Retsch eigentlich hin? Der war doch hier irgendwo. Da ist er doch. Wir wollen Bakarisch uns vornehmen. Bist wir wollen dabei? Uns Bakarisch vornehmen. Bist du dabei? Bakarisch? Da ist ordentlich was zu holen. Tja, und wie wollen wir die Beute aufteilen? Du weißt, wie das läuft. Während einer noch kämpft, öffnet der nächste schon die Truhen. Und nachher weiß keiner mehr, wer was und wie viel eingesackt hat. Also, was schlägst du vor? Du bekommst die ganze Beute. Aber vorher bezahlst du uns für den Angriff. Dann bin ich dabei. Fünfter Onkel? Mit Plündern kennst du dich aus, was? Mit Plündern kennst du dich aus, was? Da kannst du Gift drauf nehmen. Soll ich dir noch was beibringen? Was kann er mir beibringen? Bring mir was über das Diebeshandwerk bei. Okay, der kann nichts beibringen? Na komm, hier. Das soll genügen. Was denn? Die paar Münzen sind alles? Die paar Münzen? Nimm es oder lass es bleiben. Ich hasse Geschäfte, die sich nicht lohnen. Aber ich werde Knut nicht alleine lassen. Ihr könnt auf mich zählen. Okay, den haben wir. So, Knut? Okay, da fehlt was. Wir müssen dann nochmal kurz nach Bakarisch. So, den seltsamen Pilz nehmen wir mit. Ich weiß immer noch nicht, wofür wir die brauchen. Und suchen dann... Wen suchen wir? Hier Bakarisch. Finde Sinica. Wer ist Sinica? Und wo finde ich ihn? Weil die Erfahrungspunkte würde ich gerne schon mitnehmen wollen. Weil wir haben 11 Lernpunkte aktuell. Und wir bräuchten noch einiges an Erfahrungspunkten. Und ich hatte gedacht gehabt, wie vielleicht, dass wir vorher alles irgendwie voll haben. Hier Paladin, der Held kann so den Schatten gegen die Kreaturen Belias machen. Und Regeneration benötigt Stärke. Stärke müssen wir auch nochmal was machen. Wo haben wir Sinica? Komm, wir trinken nochmal ein Energy. Da haben wir mehr als genug von. Ich glaube, die Ausdauertränke, die werden uns... Ich glaube, die werden uns nie ausgehen. Es hört sich schon an, als wären die Nomaden alle da. Da sind sie auch schon. Nomaden, was kann denn Nomaden. Schon was passieren? Wer war Sinica? Richtig. Aber trotzdem geht das so nicht weiter. Befreiter Sklave, befreiter Sklave. Nomade, Nomade. Noch ein Nomade. Nomade. Wo ist Sinica und wer ist Sinica? Hier haben wir wieder die Befreiten.
ernsthaft, wo könnte ich ihn finden? Da hinten haben wir Krokos, Königsdistel. Hier sind ja einiges an Heilwurzeln. Hieß es nicht, dass der irgendwo hier ist? Hier noch eine Kaktusblüte. Noch eine Zauberwurzel und noch ein Königsdistel. Vielleicht in der Höhle da vorne? Obwohl, hier waren nur die Räuber, ne? Alter, erschreck mich nicht. Wo kommst du denn her? Von wo hast du mich gesehen? Von da hinten? Ernsthaft? Von so weit weg? Ja, weit, wo finde ich Sinica? Das hat uns gerade noch gefehlt, genau. Ansonsten habe ich keinen Schimmer, wo ich suchen soll, also. Du bist Murak. Ich glaube, den finde ich nicht mehr. Ne? Ich bezweifle, dass ich den finden werde. Egal, dann gehen wir nach Morasul. Fangen an, das Ding da auch nochmal zu befreien. Also. Warte, da ist noch ein Nomade. Ich guck noch einmal. Vielleicht ist er hier doch irgendwo. Oh, haben wir einen Korb übersehen. Vielleicht ist er auch hier irgendwo außerhalb, ein kleines bisschen außerhalb. Oder auf der Insel? Speichere einmal und dann gehe ich mal auf die Insel. Die Insel haben wir noch gar nicht erkundet, angesehen. Kann das sein? So, was ist das hier für eine Insel? Was gibt's hier?
Eine Heilpflanze auf jeden Fall. Gibt es hier Freunde? Gibt es hier Feinde? Irgendwas dazwischen? Bis jetzt sehe ich hier noch niemanden. Halt nur ein bisschen Pflanzen zum Sammeln, aber das war's. Geht auf die Seite auch noch irgendwie weiter? Ich würde gern was sehen, hallo? Ich möchte sehen. Hier ist es schon eher dichter, also von der Vegetation. Ruhig doch, hier ist noch ein Weg. Was gibt's hier? Wo führt das hin? Ich sehe schon. Das wird nicht gut enden. Weg mit dem. Da, oh, da. Da. Ich sehe nicht den Falschen an. Da. Ich ergreife vielleicht doch noch mal kurz die Flucht. Irgendwo hier dürften die uns nicht sehen können, oder? So, da ist der. Da! Oh! Da! 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 Nein, komm! Da! 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 So, nochmal kurz die Flucht ergreifen. Alter. Hinterm Baum. Dürfte ich sicher sein. So, wo sind die? Da, da! Alter, der hat sich jetzt wieder geheilt, natürlich. Da, da. Oh, da. Nee. Müssen wir anders machen. Vielleicht irgendwie die Skelette erstmal da rauslocken? Ansonsten vielleicht wiederkommen, wenn wir stärker sind? So, ich versuche nur einen anzulocken. Der soll herkommen. Ja, dann den vielleicht. Okay, jetzt fängt er an zu fliegen. Rat ich nicht, was mit denen los ist. Weg mit dem Skill.
Ja, komm, dann heil du dich. Hä? Genau, mach das. Also ich versuche die mal da rauszulocken. Jetzt bewegen die sich immerhin. Da! Da! Okay, der eine hat da aufgehört, mich zu jagen. Jetzt kommt er wieder. So, was mit den anderen Skeletten? Jo, renn. So. Hä, wieso rennen die jetzt rückwärts? Ja, du, komm her. So, den haben wir auch erledigt. Der hat uns im Visier. Ich speichere einmal, weil vielleicht schaffen wir es, zu dem nah genug zu kommen, ohne dass er uns einmal erwischt. Alter, wieso schießt er um die Kurve? Ich hasse es, wenn die um die Kurve schießen können. So gebogen. So irgendwie in der Richtung. So. Und toter Rohrpriester. Vielleicht kann ich den auch... So, genau den Skelett bitte. Das Skelett treffe ich gar nicht. So, einmal kurz hier. Der ist noch nicht am Schießen. Jetzt aber. Aber hier trifft er mich nicht. Hinter dem Stein. So, einmal wieder was trinken. Speichern. Wie viel Leben hat der? Da! Da! So, komm. Da! 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 Oh. Yo. Wenn der diesen Angriff macht.
Was? Wie hat er mich jetzt erwischt? Unerhört, wirklich. Frechheit. So. Kann ich hier sonst noch einfach... Ja, kann ich. Mich einfach bedienen. Okay, da war... Keine Ahnung, was da war. Jo, jetzt trifft er mich tausendfach. So, hier hinter? Darf er mich jetzt nicht treffen. So, gleich haben wir ihn. Ja, wir haben ihn. So, kann man ihn looten? Wo ist denn der? Den kann man nicht looten. Okay, schade. Ich brauche einen Dietrich. Nein. Hat sich also nicht gelohnt, hier gekommen. So, aber wir können dann von hier gehen. Ich speichere das trotzdem einfach mal. Dann haben wir den zumindest erledigt. Ja, dann ist nächstes Ziel wirklich jetzt Morasul. Achso, das war nur ein Stein. Hier noch ein Weg? Ne, ich dachte schon. Da. Ja, komm. Hör auf zu ruckeln. Hier hoch? Irgendwo? Kann ich hier springen? Ja. Komm hoch. Ich finde es interessant, dass hier eigentlich eine Wüste direkt an der Küste ist. Noch ein Korb, den wir vergessen haben. Aber keine Dietriche. Wir brauchen deutlich mehr Dietriche. Irgendwo müssen wir Dietriche organisieren. Aber egal, wir machen uns jetzt auch den Weg nach Morasul. Kann sein, dass es gleich dunkel wird, weil sieht schon danach aus. Ja, wir müssen wirklich mal alle Dietriche, die wir kriegen können, aufkaufen. Dass uns keine Truhe mehr verschlossen bleibt.
So, Gegner gibt es hier jetzt aber auch keine mehr. Ich weiß, wo gleich wieder welche kommen. Wenn wir den Weg hier weiter entlang laufen. Da waren ja einige Schakale und Oger. Beziehungsweise sind wir denn auf der Straße? Diese Straße meinte ich. Die weiter da hinten ist. So, habe ich hier eine Möglichkeit zu schlafen? Da habe ich ja eine Möglichkeit. So, bis zum nächsten Morgen. Dann gehen wir mal da hinten entlang. Bei denen wird es doch ein bisschen schwieriger. Denn die können auch Schaden machen. Und zwar ordentlich. Okay, zwei männliche Löwen. Nein, da komme ich nicht hoch. Komm, spring da hoch. Löwen. Die sind schwer. Da nützt eine Paladin-Rüstung auch nicht. So. Dann muss ich denen halt noch ein bisschen ausweichen. Alter, drei seltsame Pilze direkt, vier seltsame Pilze direkt an einem Fleck. Ich weiß noch immer nicht, wofür man die braucht. Oder haben die überhaupt einen Sinn? Oder sind die einfach nur da, damit man sich fragt, so, wofür brauche ich die? Einfach nur ein unnützer Gegenstand, den man einsammeln kann. Oh, da sind schon die Oger. Kann ich von hier oben die attackieren, ohne dass die rankommen an mich? Die dürften keine Möglichkeit haben, hier hochzukommen, oder? Keine Ahnung, wo die hingehen, aber der Weg sieht interessant aus. Achso, wenn die da stehen bleiben, dann habe ich kein Problem. Dann sammle ich die alle gleich von da ein. Es darf jetzt nur keiner von hinten kommen.
400. So, sollen die alle dahin kommen, bitte? Hey, hier geblieben. So. Damit er schön aggro bleibt. Bis er da ankommt. Manchmal feiere ich dessen Wegfindung. Ich hoffe, die bleiben ein bisschen blöd. So, du. Du bitte auch aggressiv bleiben, ja? So, ihr dürft alle dort sein, ja? So, wegen so viele Ogre auf einmal hätte ich aber auch im Nahkampf keine Lust drauf. So. Wie schnell kriege ich die alle jetzt platt? Ah, der ging daneben. Nochmal und hier nochmal. Gleich ist der erste von den dreien weg. So. Wer wird der zweite sein? Der hier? Ja. Und dann der hier noch. So, die haben aber auch einiges an Dings gefressen, kann man sagen. So, noch mehr Morgensterne. Okay, die haben nicht mehr. Speichere ich auf jeden Fall. So und so. Ah, und jetzt kommen die dunklen Snapper. Oder die Snapper, sag ich schon. Crawler. Nee, Crawler auch falsch. Warte. Lurker. Die Sand Lurker. Entschuldigung, ich kam da nicht drauf. Was ist das denn für eine Höhle? Waren wir da schon mal drin? Nee. Wegen Ogern, glaube ich, waren wir da noch nicht drin. So, du visierst den Falschen an. Der hier ist direkt vorne. Wieso visiert er immer den da an?
So, jetzt kannst du den ruhig anvisieren. So, vielleicht noch mal einen kleinen Energy Drink. So, alles wieder mitnehmen. Das hört sich so an, als wären da noch welche hinter uns her. Ja, tatsächlich. So, der eine steckt fest. So. Komm. So, jetzt haben wir sie alle. Bitte braucht kein Dietrich. Ich brauche einen Dietrich. Ich brauche Dietriche. Finde ich ein bisschen doof, dass ich keine Dietriche habe. So, natürlich. So, du willst auch noch mal Stress? So, was ist mit dir? Und du auch nochmal. Oh, wie viele sind denn dort? Ich muss die noch alle looten. Hallo? Schön, dass die jetzt alle herkommen. So, nehmen wir mit. Auch noch mal mitnehmen. Den seltsamen Pilz auch noch. Jede Wette, ich sammle die für umsonst ein. Die haben gar keinen Nutzen. Außer verkauft zu werden vielleicht. So, dunkle Snapper sehe ich auch schon. Ja, die Punkte nehmen wir alle auf jeden Fall mit. Was haben wir hier? Schwefel. Schwefelader. So, und sonst haben wir hier jetzt noch eine Königsdistel. Ich speichere einmal, bevor wir uns um die Snapper da kümmern. Ist ja auch schon ein ordentlicher Rudel. Da sind auch noch wieder welche. Aber die geben wenigstens Fleisch. So, na, ihr Hübschen? Hä? Wieso hat er jetzt... So. Was fehlt hier noch? Sonnenkraut. Und das Ding.
Mal gucken, was es hier noch so gibt. Was ich vielleicht übersehen hatte oder mich nicht getraut hatte. Da sind noch mehr. Ich speichere einmal. Oh, das sind sehr viele. Okay, hier habe ich irgendwie nicht getroffen gehabt, oder? Doch. So, das war's. So. Und nochmal so. Und die beiden. Jetzt brauchen wir ein Lagerfeuer, weil jetzt haben wir eigentlich einiges an Fleisch gesammelt. Weißt du was? Wir hören auf, die Pilze zu sammeln. Werde ich vielleicht bis zum nächsten Mal vergessen haben, aber... Alter, jetzt hör auf zu ruckeln. Ach, hier sind wir wieder. So. So, das ist noch nicht Morasul. Das ist das, wo wir Lester verloren haben. Oder ist er wieder da, zurückgespawnt, weil er ein wichtiger Charakter ist? Ich hoffe, das Spiel hat es mir verziehen. Lester? Kann ich hier was machen eben? Okay, ich kann 12 Eintöpfe machen und davon 7. Das ist schon mal gut. Wir haben hier aber auch irgendwo noch ein Lagerfeuer, oder? Haben wir hier kein Lagerfeuer? Kann ich das, was ich so habe? Da ist eine Steintafel. Oder? Nee. Das sah aus wie eine Steintafel, die ich mitnehmen hätte können. Ich habe Snapper gehört. Die haben hier jetzt aber kein Lagerfeuer. So, 24. Und ich habe da hinten was gehört. Ja. So, weg mit euch. Da ist noch ein Grabstein. Beziehungsweise da wurde jemand begraben. So, Ausdauer vielleicht voll machen.
Hä? Der will mich doch verarschen, oder? Da! So, die kann ich ja eh nicht looten. Ah, vielleicht noch den Trank nehmen wir auch nochmal. Hier dürfte jetzt niemand mehr sein von denen. Von denen gibt es aber noch ein bisschen was. Hallo? Räumen wir hier ein bisschen auf. Gehe ich mal von aus, dass das war's mit denen. Gibt's hier sonst noch was? Hier haben wir noch einen Korb. Gehen wir einfach mal weiter. Also das Ding müssen wir auch noch befreien. Das wird aber auch noch eine sehr große Herausforderung. So, hier gibt es jetzt kein Oger mehr. Ich esse vielleicht noch einmal ganz kurz was. Und speichere mal hier. Ah, wieso muss das immer so ruckeln? So, hier war keiner, ne? Eingesammelt? Ja. Nehmen wir hier nochmal das Fleisch. Was wir noch eingesammelt haben, die 8 Stück, dann sind wir wieder bei 81. Kann ich auch einen Paladin-Helm kriegen? So, aber ich würde sagen, in der nächsten Folge fangen wir an, das Ding da zu befreien. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!